So, hier haben wir 1520 Gil. Ist okay. So, jetzt gehen wir aber noch mal nach oben, weil da ist ja auch noch mal eine Truhe. Also noch mehrere Truhen. True Story sozusagen. Ach du Scheiße. Genau deswegen hier will ich auf jeden Fall hier Poison benutzen und ich weiß nicht was. Du machst. Machst du? Nein, machst du nicht. Nein, machst du nicht. Du machst Poison. Wieso flieht der? Ich hab keine Ahnung. Das war mega unnötig. Wie, bei allen nicht getroffen? Was ist denn das für ein Kackendreck? Na ehrlich. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Dann machst du Esuna. Auf ihn. Du hast Magie. Komm, mach mal Feuer 2. Vielleicht macht das ja bei denen sogar was. Irgendwie habe ich nicht so ganz das Gefühl, aber nun gut. Nee, so effektiv war das nicht. Er war auch irgendwie zu erwarten. Feuer in einer Feuerregion gegen Monster zu benutzen. Ziemlich unsinnig. Aber ein Versuch war es wert. Das war's. So, jetzt haben wir halt nur noch hier den vergifteten Vestas. Den wollen wir natürlich mal ein bisschen heilen. Befreien von seiner Vergiftigkeit. So, dann machen wir nochmal hier die kleine Heilung hier. Soll er dadurch auch mal ein bisschen aufgefrischt werden. Die kann man ja so oft benutzen hier, weil wir schon so hoch, in Anführungszeichen, hohes Level haben. Ja, kleine Feuerhydra, ja, klasse. Wow. 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 Hab ich schon wow gesagt? Wow. Finde ich gut. Finde ich herrlich gut. Bäm, 166. Okay, es geht aber, was die aushält. Das geht schlimmer. Oh, keine Falle. Aber 4150 Gil. So, gehen wir mal außen rum. Vielleicht kommen wir da irgendwo hin. Gehört Teufel. Machen wir so. Machen wir Eis 2. Vielleicht ist das ja halbwegs sinnvoll. Und nur halbwegs. Na, nee, irgendwie, nee. Da habe ich schon mehr gesehen. Hallo. Alter, die halten aber relativ gut was aus, ne? Machen wir Eis 2. Ne, versuchen wir Poison hier nochmal. Wenn hier die Lori schon nicht trifft, dann aber richtig. Kommt schon, stirbt! Stirbt! Einer zum Post, okay. Alter, und Vestas macht gerade mal 14 Schaden, was soll denn der Scheiß? Ist ja so, keine Ahnung. Als würde er ein Eichhörnchen streicheln und es geht dabei ein Rage. Finde ich nicht gut. Aber naja, irgendwann macht auch er noch Schaden, hoffe ich. Ja, wahrscheinlich die Stats, die man halt durchs Level abbekommt und so was, sind ja auch völlig random gesetzt. Also bekommen immer unterschiedlich halt Boni auf ihre Attribute. Und das merkt man halt dann auch hin und wieder in einigen Spieldurchgängen. Komm, machst du nochmal eine Massenheilung. Du machst ein Beben. In der Hoffnung, es funktioniert.
Zweiter Fleet. Da hätte ich jetzt mal RBM auch nicht verschwenden müssen, aber nun gut. Sind halt Essen, weil sie halt auch noch vergiften und sowas. So, haut tot! Oh, sogar Lori haut inzwischen zweimal mit dem Hammer zu. Was ist denn da los? Oh, jetzt kommen die Level-Ups doch schon irgendwie in Massen, weil wir relativ viele Erfahrungspunkte bekommen. Das ist schön. Da freue ich mir. Wo jetzt lang? Ach, shit. Ist da noch mittendrin. Frage ist, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich habe keine Ahnung. Aber das kriegen wir auch noch hin mit der Truhe. Hoffe ich. So, du greifst mit denen da oben an, du greifst den da unten an, ihr den hier. Dann klappt das vielleicht auch mit den Nachbarn. Wow. Daneben! Sehr schön. Und jetzt den da oben noch attackieren. Was siehst du? Geht doch. Geht doch. Problem ist halt, man kriegt halt hier keine Dungeon-Karte oder sowas natürlich nicht. Ich frage mich gerade, wie ich da so an die Truhe rankomme. Aber auch das kriegen wir noch hin. Vielleicht, eventuell, möglicherweise unter gewissen Umständen. Schauen wir mal. Schlimmer als schlimm kann es nicht werden. So, den letzten. Down. Und da, ne, das ist halt dieser eine Raum, von dem ich meinte, hey Mensch, da gibt's Millionen 30 Truhen, die wir alle öffnen können. Guck mal, was folgt. Wie folgt. Du machst einmal hier so eine Massenheilung. Du machst einmal Gift. Und dann wird das schon. Vielleicht. Oh, bei 2 daneben. Ja, macht er dann Blink. Ich glaube, das erhöht seine Genauigkeit oder sowas. Wie, nur einmal zugehauen. Was ist da los? Also ehrlich, da bin ich fast enttäuscht. Auch wieder nur einmal zuhauen. Oder ist das jetzt wegen seinem Zauber gewesen? Ich weiß es nicht. Kann durchaus sein. Ja, sieht stark danach aus, weil die anderen hauen auch nur einmal dazu. So, jetzt einmal zu den Massentruhen da hinten hin. Die kann ich wieder hier fröhlich attackieren. Hier mache ich dasselbe hier nochmal mit dem Gift. Können wir noch 15 Mal benutzen. Bald kein getroffen. Voll der Shit. Dann greifst du halt da nochmal an. Du greifst den da an. Ihr greift die Hygiene an. Dann wird das schon. Hoffe ich. Glaube ich. Unter gewissen Umständen. Na, so langsam, jetzt wo sie zweimal zuschlagen hier, wo auch dreimal hier der Westers inzwischen, da kommt so langsam endlich mal ein bisschen Damage rum. Zwar immer noch viel weniger als jetzt hier bei Mammut, dem Krieger, aber es geht langsam, aber sicher in die richtige Richtung. Du machst Magie. Bei 2. Ja, die ganze 6 Damage. Es ist unglaublich hier nur wieder.
Wow, sie haben überlebt? Alle? Nicht gut. So, einer weg und der letzte. Yay! Du, 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 du. So, ach komm, really. Zwei gehörnte Teufel. Besser als lausige Affen. Nein, ich weiß nicht, wie ich auf einmal auf lausige Affen komme, aber nun gut. Ist halt so. Töte ihn, töte ihn! Jetzt töte ihn doch mal einer! Er geht doch. Also Giel bekommen wir hier so viel. Ich weiß schon gar nicht mal wohin damit. Mithril-Helm. Mithril-Handschuhe, das sind die, die ich jetzt fast gekauft hätte. Eine Bauschen, keine Falle. Ein Zelt. Hier ist wahrscheinlich eine Falle drin. Jo. Ein Lavawurm. Dann wollen wir den doch auch mal dezimieren. Au! Das hat wehgetan. Scheiß Wurm. Ehrlich, ist nicht gut. Gar nicht gut. Aber weg ist er. So, und schauen wir mal, was haben wir denn hier in den Truhen drin. 1455 Giel, 1520 und ein Antidote. Oh. So. Dann macht's mal fertig hier. Zeig denen, wer das Mammut ist. Nein, nicht du. Nein, auch nicht du. Ja, du! Du bist das Mammut! Und die Menge so, yeah! Yay, Eigendamage! Wow, super cool! Super! Steve wird noch was. Wow, 2 Damage! Lori aus dir, ne? Wow, ne? Also, was ich eben zu Kuro gesagt habe, ne? Nimm das zurück, ne? Die Lori, ne? Die ist, wow! Ja, geil. So, noch mehr Giel. Niemand weiß wohin damit. Eine Mithril-Axt, Mithril-Schild und eine Potion. So, dann equippen wir uns nochmal. Wir haben jetzt hier die Axt. Bisschen weniger Genauigkeit, aber halt mehr Damage. Damage. War jetzt auch nicht so viel. Und das aufgrund der Genauigkeit, wir haben nicht 100%ige Genauigkeit, dann lassen wir das mal. Die Gloves können wir anziehen. Da haben wir nichts. Du hast da nichts. Nö. Ein Stab, nö. 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 Okay, gut. So viel dazu. Wir haben uns Handschuhe angezogen. Wow. Hat sich ja fast gelohnt. Oh.